Dank unserer fleißigen Bundesregierung werden Woche für Woche neue wichtige Maßnahmen beschlossen, bei denen die klaren Gewinner immer die Österreicher sind. Auch vor der Sommerpause gab es noch 2 arbeitsintensive Plenartage mit einer Vielzahl an positiven Errungenschaften. Gestern war wirklich ein wahrlicher, großartiger Tag für unsere Familien in Österreich. Es ist nämlich, wie gesagt, der Familienbonus Plus beschlossen worden. Eine steuerliche Entlastung, die jahrzehntelang angestanden ist. Es werden davon rund 950.000 Familien mit rund 1,6 Millionen Kindern in Österreich davon profitieren, mit bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr. Und da ich auch selbst Mutter von 2 wirklich wunderbaren Kindern bin, weiß ich ganz genau, was diese Doppelbelastung bedeutet. Und es ist wirklich hervorragend, was uns da gestern gelungen ist. Und wir beschäftigen uns eben auch mit dem Thema Sicherheit in anderen Bereichen. Es gibt eine sogenannte Taskforce Strafrecht im Innenministerium, die sich damit beschäftigt, wie man im Strafrecht noch weitere Maßnahmen setzt, vor allem im Bereich Sexualstrafrecht, zum Schutz der, vor allem der Frauen, aber auch der Kinder vor Übergriffen. Das ist gerade im Laufen, das wird also im Laufe des Jahres umgesetzt. Das Fremdenrechtsänderungsgesetz gibt der Republik jetzt erstmals die Möglichkeit, aktiv dahingehend zu arbeiten, dass wir Geodaten auslesen können von sogenannten Flüchtlingen oder Migranten oder Asylforderern, um zu schauen, ob die Geschichte, die oftmals ja durchaus rührselig ist, ob diese Geschichte auch der Realität entspricht. Genauso werden Migranten dazu angehalten, bei ihrer eigenen Grundversorgung beizutragen. Das heißt, größere Geldbeträge können abgenommen werden und das ist eine wesentliche Verbesserung. Ja, gestern haben wir die Angleichung der Versicherungsprämien erwirkt und es kommt zu rund 5 Millionen Einsparungen für die Landwirte, für die Landwirtschaft. Und ich glaube, das ist das richtige Zeichen, indem man die steuerliche Last zurücknimmt und so die Bauern motiviert, selbst das Risiko zu versichern, um einfach günstiger zur Versicherung zu kommen. Wir haben seit den 2000er Jahren eine unglaubliche Gesetzesflut erlebt. Und was wir mit diesem Rechtsbereinigungsgesetz machen, ist, dass wir 49% aller Gesetze, die vor dem 01.01.2000 in Kraft getreten sind, mit diesem Rechtsbereinigungsgesetz außer Kraft setzen. Und das trägt zu 2 Dingen bei. Erstens einmal zu einer Verschlankerung der Gesetze, aber auch zu mehr Rechtssicherheit. Und ich glaube, es ist wieder mal ein Beweis, dass es wichtig ist, dass die Freiheitlichen in dieser Regierung mit dabei sitzen.